Wie kann ich meine Sittiche bei einem Gewitter oder Feuerwerk am besten vor Panik schützen? Die Antwort gibt es hier. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Viele Sittiche reagieren panisch auf das Licht und die Geräuschkulisse eines Feuerwerks. Ähnlich wie bei einem starken Gewitter. Sie flattern entweder panisch im Käfig oder im Raum umher und laufen Gefahr, sich zu verletzen, oder sie sitzen starr vor Angst auf ihrer Stange. Nicht selten kommt es bei einem Knall zu einem Herzinfarkt. Was kann ich tun, um Ihnen die Situation erträglicher zu machen und Panik weitgehend zu vermeiden? Bei meinen Hunden habe ich bemerkt, dass sie aufgrund der Änderung des Luftdruckes schon eine Viertelstunde vor dem Aufkommen des Windes kommende Gewitter spüren können. Sie fangen an, unruhig hin und her zu laufen und suchen zitternd meine Nähe. Meine Wellensittiche und Bergsittiche hören auf zu zwitschern und flüchten aus der gesicherten Freiluftloggia ins Zimmer, sobald es in der Ferne donnert. Dann habe ich noch genug Zeit, die Fenster zu schließen und Maßnahmen zu treffen. Gott sei Dank reagieren nicht alle Wellis mit Panikattacken auf ein Gewitter. Sie lassen es über sich ergehen und die Aufregung legt sich, sobald es vorüber ist. Anders bei Silvester. Meistens wird nicht nur um Mitternacht Feuerwerk gezündet, sondern schon einige Tage davor. Dass viele Tiere dabei in Todesangst geraten, bedenkt man meistens nicht. Da ist auch keine Veränderung des Luftdrucks, aufkommender Wind oder fernes Grollen, das die Knallerei ankündigen würde. Plötzlich und unvorhersehbar zischt, knallt und blitzt es. Am besten schließt man die Federchen rechtzeitig im gewohnten Käfig ein und stellt sie in den ruhigsten Raum. Die Fenster schließen, die Rollläden oder Jalousien runterlassen und die Vorhänge zuziehen. Das hält die Lichtblitze draußen und dämpft die lauten Geräusche. Bitte den Käfig nicht zudecken, das verstärkt die Panik. Besser ist, das Licht anzulassen und damit den Vögeln zu helfen, sich zu orientieren, wenn sie panisch herumflattern. Oft geraten die Piepser auch schon ohne erkennbaren Grund in der Nacht in Panik. Deshalb ist ein kleines Nachtlicht immer besser als eine Decke über dem Käfig. Vögel lieben Musik. Stell ihnen eine beruhigende, angenehme Musik an, die Donner und Knallerei übertönt und erträglicher macht. Auf meinem Kanal findest du schöne Musik mit Wellensittich und Bergsittich-Gezwitscher, die mit ihrem angenehmen Naturklängen entspannend und beruhigend wirkt. Sie wird deinen Federchen helfen, nicht gleich in Panik zu geraten, wenn es losgeht. Entweder man ist zu Silvester nicht zu Hause und die Piepser sind auf sich alleine gestellt, oder man hat Gäste, die zu all der Knallerei auch noch ungewohnten Lärm machen. Nimm dir die Zeit, sieh nach und rede beruhigend auf deine Piepser ein. Deine Gäste werden bestimmt Verständnis dafür haben. Meistens reichen aber schon die angesprochenen Sicherheitsmaßnahmen aus. Halte dir die Telefonnummer des nächstgelegenen diensthabenden vogelkundigen Tierarztes und Blutstiller bereit, falls es zu Panikverletzungen kommt. Knochenbrüche, Schädelverletzungen und Platzwunden sind typisch für erschreckte Wellis. Konnte ich dir helfen? Schreibe deine Erfahrungen mit Gewitter- und Silvesterknallerei in den Kommentar und lass uns wissen, wie du das Problem löst. Jeden Freitag gibt es ein neues Video. Abonniere meinen Kanal, um nichts zu versäumen.